Jawohl, das Blatt hat sich endlich mal wieder gewendet zu unseren Gunsten. Wir sind hier richtig gut dabei, hier ihn richtig schön einzukesseln. Mein Gott, er hat auch eine Weile gedauert, ich das mal geschnallt habe. Ich gebe es ja zu. So, dann Jäger ist ready. Oh, der hat einen Bomber. Den sollte ich vielleicht sofort abknallen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Weil der ist teuer. Wenn er sich dafür einen neuen bauen muss, das ist natürlich dann, das tut weh. So, was macht der denn jetzt da, der Arsch da? Das ist ein richtiger Arsch hier, was willst du? Na, tschüss, Mann, ey. Hier willst du meine geilen Flieger abknallen, ja? So siehst du aus. So, okay, na dann. Okay, weiter nach vorne hier, weiter nach vorne. Und einnehmen. Dau, dau. Und jetzt hier auch, hier oben jetzt auch mal irgendwie ein schönes Flak bauen. So. Meine ganzen Jäger. Ach, der müsste jetzt auch mal... Der müsste jetzt auch mal näher an den TTP ran. Ach, scheiße. Okay, wartet mal. So, zack. Ah, wie schwach ich einfach bin. So, ich blockiere hier einfach. Ah, der TTP ist ja auch gleich down. Verdammt. Ich brauche den TTP aber. So, ein Heli einfach bauen. Oh, was ist denn hier los? Hey, Leute, was macht ihr da? Bumm. Da, 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 da. So, ich wird geheilt, aber ist ja nicht so weit da verkehrt. So, okay. Und hier, schön abballern. Bumm. Da, da, da. Und bumm. So, und ja, komm her jetzt hier. Komm her. Bumm. See. Alles klar, Mann. Alles ist geil. So, Geld schon wieder alles ausgegeben. Ich habe kein Geld mehr, Mann. Ich bin so arm. So, okay, ich fahr mal den hier hin. Vielleicht greift er eher den an. Aber mein TTP brauche ich eigentlich noch. Den brauchst du gar nicht wirklich noch, aber... Hä. Ach, scheiße. Oder greift er den Jäger an? Ich könnte sein, dass er da einfach den Jäger angreift, ne? Kann auch sein. Okay, ich stell einfach mal hier hin. Einfach auf Glück. Er hat ja, wie gesagt, nicht so viele Einheiten. So. Okay. Vielleicht, wenn ich Glück habe und hier mal gerade keiner guckt und so, schnell einen Transport-Heli baut, eingeladen und auch eingenommen. So, okay, gut. Gut, das war's. Ach, mein Gott, Alter. Och, Mann, ey. Na gut, aber seine ganzen Fliegeeinheiten sind alle übelst geschwächt, Alter. Hier, guck mal, der... Na, Mist. Na gut. Okay. Ja, scheiße. Mann, das Fies ist echt, dass er noch mal darf. Down, down, down. Na dann, like mal los und zeig, was du kannst. So, 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 so. Aber er kann nicht wirklich was gegen die Jäger mehr machen. Das ist so geil, Alter. Ja, schön die Bodentruppen alle platt gemacht. Ja, schön. Aber warum greift das Flak nicht meinen Jäger an? Naja, ist egal. So, der macht nur die Bodentruppen down. Das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. So, Tag. Schon irgendwas in der 20er. Ich guck gar nicht mehr hin, ey, ganz ehrlich. So, hier wird weiter abgeschossen. Weil die mir ein bisschen auf den Sack. Aber er soll es ruhig weiter probieren, hier reinzukommen. Soll er doch mal probieren. So, bumm. Rums. So, und Mini-Kicken hier. So. Ach, scheiße, ich hab mal meine Gabe. Aber er hat auch gerade seine Gabe. Okay, doch. Ja, ich setze Gabe ein. Ja, ist okay. Ist mein kleiner Jagdpanzer da stärker? Dann kann ich den Flakgeschütz da weghauen. So, 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 schwuppdiwuppdiwupp, schwuppdiwupp, Alter, geil. So, damdedam, so, was wollt ihr denn eigentlich jetzt hier, was wollt ihr denn hier? Bumm, abgeschossen und schön den Weg blockiert, da kommen die jetzt nicht mehr weiter. So, dann stellt ihr einfach mal dahin. So, was will er denn hier mit? Okay, jetzt erstmal richtig schön alles abknallen hier. So, weg bist du. So, du bist weg. So, dann bist du weg. Alles klar. Sehr geil, so gefällt mir das, ey. So gefällt mir das sogar richtig. So, die können ohne machen. Hat er irgendwo noch Flugdinger hier? Aber was baut er denn, frage ich mich. Na, ihr seht ja, er kann kaum was bauen, weil alles so teuer ist. So, okay, ich habe ja noch meinen Jäger. Ich glaube, ich blockiere einfach mal hier so, zack. Dann zwinge ich ihn vielleicht hier Flachs oder so was hinzubauen. Soll er doch. So, ich habe jetzt inzwischen viel Geld wieder. Ich glaube, ich kann auch langsam mit den Jägern aufhören. Und sollte vielleicht nochmal ein TTP hinbauen. Okay, später. Alles gemerkt. So. Gut. Wir überrennen ihn. Wir überrennen ihn. Obwohl wir schon gleich bei Tag 30 sind. Da da da. Dum, ba, bam, ba, da bam. Er versucht es echt immer wieder. So ein Snickers. Da da da. Bam, bam, bam. So, okay. Hat er jetzt wirklich einen Flak hingebaut? Ich guck mal. Hm? Nee, aber ein... Wieso baust du da ein Heli hin? Alter, der wird ja voll zerfetzen jetzt. Okay. So... Rums, leider nicht geschafft, ihn ganz auszunocken, aber hey, ist doch nicht weiter schlimm, Mann. So, Flak kommt noch da. Du ballerst den ab, sehr schön. Weiterer Jäger, kommt hingeflogen.
So, was tun. So, hingeflogen. Ich glaube, ich kann echt mich bald daran setzen, jetzt hier mal wieder zu versuchen, einen Übernahmeangriff zu starten. So, ich blockiere lieber eher die Baubasis für die Leute hier, weil wenn er hier ein Flugzeug hinbaut, ist es den Jägern ausliefert und der haben keine Chance. Okay, TTP. Zack. Und ein Transportheli. Zack. So, abschießen. Abballern. Ah, ich hätte zuerst mal mit dem Heli angreifen sollen. Ja, Mist, okay, doof. Das war jetzt doof. Wow, jetzt knapp. So, apropos doof, was machst du hier? So, tschüss, Mann. Alles wieder im grünen Bereich hier. Können wir ein bisschen Geld mal ausgeben, dass sie sich hier heilen können. So. Okay. Ja, es sieht ganz gut aus. Es sieht super aus. Ha. Aber Leute, das heißt auch, dass das Play ist bald zu Ende. Tag 28, ey. Und er kann nichts machen. Er haut einfach ab und überlegt, was soll ich jetzt machen? Scheiße, ich hau einfach ab. So. Da, ein Heli gebaut. Natürlich nicht so eine kluge Wahl. Und ein TDP, komischerweise. Oh, why did then? So, njong. So. Ach nee, halt. Warten. So, du kannst denn mal, ja. So, kann er ja keinen wirklich treffen. So, während du dann mal hier einnimmst. So, okay. So, was willst du jetzt hier? Du kommst hier nicht durch. Tschüss. Apropos, du bist auch so ein Sack hier. Hau mal ab, Alter. Bumm. So, und bumm. So, dann mal schnell rüberfliegen zu irgendeinem, wo ich hier eine Menscheneinheit aufladen kann. So. Was bauen wir denn jetzt hier noch? Einfach mal einen Bomber bauen. Alter, voll hart. So. Heilen. Okay, dann hier weiter Kabumm machen, würde ich mal sagen. Mit der Kabumm-Maschine. Bumm. Und rums. So, dann hier einfach schießen. Und blockieren. So, reicht, ist mir egal, wenn er was baut. Soll er sein Geld ruhig dafür ausgeben. So, gut, das war's. Das war's mal wieder. Alter, Tag 29, ey. Das wird so eine scheiß Wertung. Aber wir rocken wir hier. Wir rocken ihn. Wir hauen ihn auf den Sack. Aber richtig, alter Mann, richtig geil. So, hat er jetzt darauf reagiert, dass ich einen Bomber gebaut habe? Nee, er baut immer noch Helis. Ich weiß nicht, wie viel Geld er hat. Hätte ich mal gucken sollen. Bumm. So, jetzt hat er hier unten... Ach, hier unten da Kampfpanzer gebaut. Okay. Meinetwegen. Dann zerbash ich den jetzt einfach mal. Njum. Bumm. So. Hoppalala. Nee, nicht hoppalala. Alles ballerballer hier. So. Einfach mal ein Kampfheli, weil ich Angst habe, dass er hier noch mehr Leute einlagert. Also mach ich einfach mal hoppala. Moment. Hoppalala? Nicht hoppalala. Bumm. Okay, Mann. So, wieder was eingenommen. Geil, er freut sich sichtlich überhaupt nicht darüber. So, ausladen und hier anfangen einzunehmen. So, im Heli, bumm. Und bumm. So, und dann weitere Basen hier blockieren. So, okay. Dann kann ich nämlich gleich schön rüberfliegen. Wo ist denn hier? Ach ja. So, heißt gleich, jetzt sofort. Yeah, yeah, man, oh yeah. Das ist so cool. So, das war's doch auch schon wieder. Hier ist alles cool soweit. Die heilen sich ja alle beständig. Gut. Ach, da verkackt. Tag 30, Alter, die längste Mission. Oder wie lange war die Mission von Sturm? Hat die auch so lange gedauert? Kann sein. Physik ist auch nicht mehr. Er lädt immer noch weiter hier aus. Ich auch. Du, ich bin auch dabei. So, okay. Da, dam, dam, badam, badam, bam. So, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass der Raketenwerfer oder nicht wieder zurückkommt. Um halt hier abzuballern. Das wäre nicht cool. So, und ich muss auch schnell machen, weil mir die Munition langsam aussieht. Halt, Luftwehrabwehrschütze. Nicht cool. So, warten. Einfach mal warten. So, denn, was willst du denn immer hier, Mann? Hau doch mal ab hier, du Oller. So, reicht. So, mal hinfliegen hier. Und, jawohl. Bumm, dam, dadau. So, endlich mal, dass er in so einen scheiß Transporter, den man endlich weg hat. Keinen Bock mehr. So, na dann hier. Einfach mal rauffliegen, kann er sich heilen. So. Und wir marschieren einfach mal so weiter. Hui. Bumm, immer weiter abballern. Heilen. Und natürlich einnehmen nicht vergessen, weil all der Hektik hier, meine Güte. Okay, einfach abballern, so. Dam, dam, da, dam. Okay. Ach, ja, 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 ja. Dam, bau, 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 du, du, du. Autsch. Alter, voll stark. So, okay, alles klar. So, was hat er jetzt gebaut? Jetzt legt er wieder richtig los da. Was soll das denn jetzt? So, einfach mal hier weiterschießen. Immer nur zwei abziehen.
So eingenommen. Ach, bestimmt wegen dem Bomber, der jetzt weiterhin hier baut. Oder halt allgemein. Scheiße. Was hat er vor? Ich kann da so kurz davor einzunehmen. Mann, du Sack. Okay, wartet mal. Ich nehme trotzdem ein. Hoffentlich. Ach, scheiße, wenn ich mal ein bisschen mehr Kraft hätte. Ein bisschen mehr Power hätte hier. Okay, wartet. Ich setze den hier ab. Und sperre den hier ein. Hoffentlich ist das kein Fehler. So, das kann dann nämlich nicht meine Menscheneinheit treffen. Nee, gut. So, ansonsten soll er nichts weiter bauen. So, vielleicht greift er... Ja, komm, dann greift vielleicht mein Bomber an. Oder? Nee, vielleicht auch nicht. Den brauche ich noch. So. So, denn dich brauche ich aber nicht mehr. Tschüss. So, du auch nicht mehr. Hau ab. Oder Arsch. So, du fliegst zur Unterstützung hin. Unterstützt die Alliierten! So, du heilst dich mal. Warten. Du knallst den ab. Was ist hier oben los? Nicht viel. Ich habe so viel Geld, Alter. So, einfach mal einen Jäger bauen und einen Kampfpanzer bauen. So, hier unten kann ich jetzt schon voll einnehmen, voll geil. So, hier unten ist alles klar. Was ist denn los? Hier kommt der Keller mehr nach. Dann rücken wir mal nach vorne. Doop, 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 doop. Mit einer Einheit, die einnehmen kann. Okay, Mann. So, das sieht auch wieder nett aus hier. Das sieht auch schick aus. Hoffentlich. So, er hat bloß einen Flak. Ja. So. Oh, er hat zwei Flaks. Mann, ey. Der Müll mit diesem Doppelangriff. Schon wieder voll verkackt jetzt. Das ist doch scheiße, ey. Ja, greif eine Menscheneinheit da an. Ja, war so klar. Toll. Arsch, ey. Das macht mich jetzt sauer. Oh, Mann, die ganze Taktik beinahe versaut. Okay. Keine Angst, keine Panik. Weiterhin einnehmen. Yeah. So, weiter einnehmen. Immer schön weiter. Auch mit einem Bomber hier ausrasten, Alter. So. Ich weiß, er hat hier oben so ein Scheißteil. Zwei so eine Scheißteile hat er. Ach, ey. Bumm. Laterne springt, ey, die abzuknallen. So, okay. Der ist aber zu geschwächt und nicht so weit da. Vielleicht schädigen sie ja noch ein bisschen mehr. Ja, okay. So, Flugzeug bitte tschüss sagen. Ja, dankeschön. Oh, dankeschön. So, Bodeneinheiten soll er jetzt nicht mehr bauen. Feierabend jetzt. Keine Bodeneinheiten für dich. Ey, wie geil, Alter. Er baut hier wirklich noch Menschen hin. Warum? Bumm. Und bumm. So, dann einfach mal. Ne? So. Wird gleich eingenommen da unten. So, okay. Er soll aber auch. Ja, okay. Einmal soll er auch weiter sowas nicht bauen. Okay, gut. Gut. Ich gebe noch nicht auf. Noch lange nicht. Vor allem, weil ich total in Führung stehe. Aber okay. So, okay, das war's. Jetzt machen wir hin hier, Alter. Wow. 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 Alter, bist du crank. So, mehr kann er aber nicht mehr machen. Er kann nicht so viel machen. Und jetzt kommt meine Gabe. Jetzt rock ich ihm alles weg. So, danke, danke, danke. Alle wieder aufgefüllt. Ein schönes Gefühl. Ein wunderschönes Gefühl. So, okay. Besetzen. Ich bin jetzt mega stark, ne? Aber wartet mal. Ich habe ja auch noch einen Bomber. Den Bomber soll ich vielleicht dafür benutzen, das hier wegzuhauen. Sehr gut. Dann noch bitte. Und komm schon. Nee, okay, der war klar. So, habe ich jetzt hier meine Helis. Können die das hier irgendwie... Hm. Sind ein bisschen stärker als sonst, aber auch nicht so, die Creme de la Creme. So, alles abgeballert. Geil, dann kann ich jetzt den hier abknallen. Mich hier raufsetzen. Mich hier draufsetzen. Oder soll ich den einfach mal abknallen? Ich knall mal richtig ab. So, tschüss. So. Okay, alles wieder im Lot hier. Nur der hier stinkt, der stinkt hier noch ein bisschen so ab. Hau mal ab hier. Oh yeah. So, der kann mich zwar voll erwischen. Ich setze ihn trotzdem hier ab. So, okay. Und du stirbst jetzt. Boom. Fast zumindest. So, komm, alle nachgerückt hier. Ja, ich ziehe jetzt außerdem ein bisschen in die Länge. Verdammt. Ich hätte ein bisschen klüger agieren können. Ich habe noch einen dicken Panzer hier. Yeah. Der kommt auch mal ran, hier rollt. So, ich glaube, in sein ganzes Geld hier. Bau mal noch, hoppala, bau mal noch einen Bomber. Und, ja, na, der Typ hier und die hier, naja. Mal gucken, ne? So. Alter, wie viel Geld er verliert. Er hat immer so 24.000 nur. Aber es wird immer weniger werden. So, er baut immer noch Transport-Helis. Wieso? Na, vielleicht denkt er sich, es macht ihn froh. Bams, jetzt aber den Falschen angegriffen. Verdammt. Ich bin ja so ein Ass. So, komm her. Jawoll, geil. Große Bedrohung, endlich mal weg hier. So, komm her. So, tschüss. Und auch wieder eingenommen.
Jetzt kann er ja nicht mehr machen, Alter. Es ist so geil. So, ja, von mir aus kannst du mehr einnehmen, obwohl ja nicht mehr. Nützt nicht mehr, wir brauchen nichts mehr einnehmen. Wir sind schon so gut. Wir haben gleich gewonnen. Bams. Ach man, na komm schon. So. Okay, und so. Gut. Ach nee, die Musik unverlieren, vernichten. Okay. Mach mal hin hier jetzt, Mann. Hey. Autsch. So, ja, ich kann bloß noch eine Einheit bauen pro Zug. Voll übel. So, jetzt ist er aber weg. Komm, ist der Panzer hier lang gefahren. So, und doch endlich mal der TTP, der schön alle aufrüsten kann. So, besetzen. Und ja, das war's jetzt aber wirklich, Leute. Gleich haben wir's. So, damit der TTP hier alle schön durchheilen können. Ich glaube, ich besiege ihn, indem ich alle Einheiten platt mache, oder? Vor allem, er hat ja bloß noch... Er hat ja bloß noch eine Einheit. Okay. Ja. Habe ich jetzt gewonnen. Du. So, noch ein bisschen hier. So, Igel, was willst du jetzt noch machen? Jetzt fällt er einfach mal... so. Voll geil. Gut, nicht so, wie ich gedacht habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das... Es hat früher so geklappt. Naja. Hat es jetzt halt so geklappt. Ein bisschen länger gedauert, aber ist egal. So, nochmal besetzt. Einfach mal trotzdem eine schöne Runde heile machen. Lade. So, geil. Und... Bams! Was so... Ich sagte... yeah! Ich habe wieder verloren. Du bist eine harte Nuss. Na, ich bin eben nicht allein, Mann. Marcel hat mich taktisch beraten. Ja, komm ja auf. Ich weiß. Ja, ach ja, Owing Staat zieht strategische Berater heran. Auf diese Weise können sich die Kommandanten völlig auf den Kampf konzentrieren. Ein intelligentes Programm. Deshalb konnte ich dich nicht besiegen. Ich weiß nicht warum, aber als Team sind wir unschlagbar. Das stimmt, Andy. Ja, das sind wir, Mann. Achso, du redest von ihm. Ah, ihr habt euch gerade bekriegt. Menschen sind wegen euch gestorben. Diesmal war das Glück auf deiner Seite, aber... Ey, lass uns später nochmal kämpfen, Mann. Einfach so zum Spaß Leute töten. Ja, das werden wir mal. Bis zum nächsten Mal, Andy. Bis bald, Marcel. Tschüss, Igel. Nächstes Mal gewinne ich. Wir haben gewonnen, Mann. Yippie. Und jetzt... Oh, doch ein Tempo. Über 30 Tage gebraucht, aber Tempo ist immer noch die beste, der beste Status. Alles klar. Leute, wir haben es geschafft. Das war die Kampagne. Es ist vorbei, Mann. Dumm. Oh no, wow, yeah. Und fast 200 Dings. Oh, geil. Oh ja. Die Credits, Mann. Erstmal Punktescore. Ah, schöne Musik. So, was mache ich? Ich lege erstmal den Controller wieder beiseite. So, mal gucken, was ich für einen Gesamtrang habe. So, Leute. Machen wir gleich mal Fazit, wa? Da ist egal, der Part wird ein bisschen länger dauern, aber es ist zu Ende. Leute, ernst im Ernst, Advance Wars, ja, ist eine super geniale Spielereihe. Viele haben mir auch geschrieben, dass die noch gar nicht kannten und sich das selber jetzt mal reingezogen haben, weil es ist ja wirklich jetzt reiner Zufall, wirklich Zufall. Das kann man sich ja aktuell jetzt für die Nintendo Wii U runterladen, als Virtual Console Teil. So ein Game Advance Spiel für die Wii U, also probiert's unbedingt mal aus. Es ist echt geil, aber also, ich sag mal so, wenn ihr den ersten Teil mögt, ja, dann eventuell holt euch vielleicht doch gleich den für den DS oder so. Oder für den zweiten Teil, weil die sind besser. Also ist wirklich so, da haben die Vorgänger immer übertreffen können. Das ist also, vor allem der zweite Teil ist so geil, und gleich mal eure Antwort vorne wegzunehmen, ja. Natürlich möchte ich auch sehr gerne Advance Wars 2 Let's Playen, aber nicht jetzt gleich im Anschluss. Nicht so wie damals bei Fire Emblem, so kurz nacheinander. Ich freue mich schon jetzt auf ein anderes Projekt, was mir schon so vorschwebt, ja. Ein Jump'n'Run mal wieder. Ist auch schon wieder lange her, deswegen. Aber Advance Wars 2 steht auch auf meiner Liste. Und eventuell sogar auch Dual Strike, der dritte Teil für den DS. Weil, da muss ich bloß gucken, wie ich die Bildschirme aufteile. Weil das ist ein bisschen blöd, da kann ich jetzt nicht einfach sagen, okay, der Hauptbildschirm ist einfach größer als der Nebenbildschirm. Weil mitunter gibt's da keine Nebenbildschirme. Da sind nämlich manchmal alle beide Bildschirme relevant und die halt gleich groß irgendwie für euch schön einsehbar positionieren, ist ein bisschen... Müsste mir halt erst ein paar Gedanken drüber machen, aber ich sage nicht nein. Ach, so geile Spiele. Und ja, sagt mir vielleicht jetzt schon mal, nochmal so richtig schön, ob man Advance Wars 2 komplett mit Animation spielen sollte oder auch nur wieder die ersten Missionen und dann irgendwann komm, mach aus, weil ihr habt gemerkt, das zieht sich übelst lange hin sonst. Also dauert wirklich sehr lange. Es hat jetzt 33 Parts gedauert, der ganze Let's Play. War noch 33, ne? Und ja, und ihr seht ja, Fire Emblem ging immer in die 90er Parts. Aber ich glaube auch ja, weil die, erstmal gab es mehr Missionen. Aber weil die Animationen halt immer an waren. Und deswegen, also müsst ihr euch selber aussuchen,
wenn er meint, ja, wir wollen die ganze Feeling haben, nehmen dafür aber in Kauf, dass halt nicht so schnell neue Projekte kommen, weil der muss ja erstmal fertig werden und so was alles. Ach ja, aber mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich war richtig gehyped auf das Let's Play hier. Advance Wars einfach mal wieder zocken. Ist einfach geil, ist ein schönes Spiel. Und ja, Advance Wars für den Game Boy Advance, ich hab's ja schon mal erzählt, ist ja gerade mal das erste Spiel, was wir in Europa bekommen haben. Die Japaner haben ja wieder, weiß ich was für Teile schon gezockt. Auf dem NES und auf dem Game Boy, auf dem normalen Game Boy haben die, glaube ich, alle so eine Advance Wars Ableger. Voll fies. Ach ja, Andy mal 2, Rang A. Oh, sind wir gleich durch. Ja, und Leute, ihr habt jetzt wirklich die, also, das Let's Play ist jetzt zu Ende, ja. Ich weiß, ich könnte noch Kriegsnebel-Missionen machen, aber ich wollte euch die Kampagne zeigen. Ich habe euch jetzt die längste Kampagne gezeigt, die bis Mission 22 geht. Wenn ihr alle Bonusmissionen nicht machen würdet, werdet ihr mit Mission 17 fertig, ja. Aber so habt ihr jetzt alle Missionen gesehen, die längste Kampagne, die es gibt, so, das wollte ich so, so fand ich es schön, geil. Wenn die Credits jetzt vorbei sind, werde ich oder gleich noch mal ein paar andere Sachen noch erzählen, weil ihr werdet gleich sehen, was wir alle schön freigespielt haben. Ach, schöne Credits mit so einer Filmrolle. So, was ist mit der Gesamtwertung? Wo ist die Gesamtwertung? Die will ich sehen. Wo ist die Gesamtwertung, Mann? Los, zeig sie mir. Boom, boom. Die ganzen Entwickler, ey, super Arbeit geleistet. Mit Intelligent Systems hat Nintendo echt eine super Firma im Boot. Ist ja eine Nintendo-eigene Firma. Und all rights including the copyright of game, scenario, music and program reserved by Nintendo. Seht ihr? Also steht nicht Intelligent Systems da. Das gehört alles trotzdem Nintendo, weil die Firma Nintendo gehört. Und ist so geil. Kampagne beendet. Oh, sogar mit einem Rang. Ah, geil. Da seht ihr. Nicht Rang S. Da wären bestimmt 900 Punkte oder 1000 Punkte bestimmt nötig gewesen. Ah, Rang A geschafft. Naja, seht ihr. Ist doch schön. Kann man damit zufrieden sein, oder? Ich bin jetzt kein strategischer Genie, ich zock die Spiele einfach bloß halt gerne. So, jetzt aber, mal gucken, ob wir alle jetzt uns freispielen können. So, schön hier saved und beendet. So, Kampagne ist damit erledigt. Jetzt gehen wir aber mal zu Geländepläne. Lege hier deine hart verdienten Münzen an. So, ich heiße dich willkommen, Mann. Hier findest du Geländepläne, besitzt du die Fondsmünzen, kannst du sie hier ausgeben, Mann. Ich handle hauptsächlich mit Karten. Sobald du eine Karte besitzt, kannst du auf ihr catchen, ne? Ach ja, ich habe die Kartenmappen. Du brauchst eine Mappe, um deine Kampfkarten dort aufzubewahren. Hör zu, ach weißt du, kauf einfach, du siehst dann ja schon. Moment mal, das ist doch nicht einfach... Das ist noch was ich dir sagen muss. Sind bestimmte Bedingungen erfüllt, stehen neue Kommandanten zur Verfügung. Wie diese Bedingungen aussehen, musst du aber selber rausfinden. Schau hin und wieder mal vorbei, dann gebe ich dir ein paar Insider-Tipps. Nun genug geplaudert, Geld regiert die Welt, was brauchst du denn? So, Alter, ist das teuer! So, hier, wir haben Kanbei, Sonja, also, jetzt sind die einzigen Typen, die wir uns jetzt freigespielt haben. Hier sind die ganzen Missionen und so weiter, alle, hier haben wir die Advance-Kampagne. Die haben wir uns freigespielt, weil wir die normale Kampagne durchgezockt haben. Nach dem Kauf drückst du den Select-Knopf und hältst ihn gedrückt, wenn du die Kampagne startest. Okay, ja, danke für deinen Besuch. So, eine Münze, gehen wir machen. So, das hier, Mappen, ach nee, das brauche ich nicht. So, alle hier Karten. So, ja, Sonja ist eine Bonusfigur, die haben wir uns mühsam freigespielt, indem wir Kanbei sauschnell fertig gemacht haben. So, danke für deinen Besuch, Mann. So, und dann auf jeden Fall noch Eagle, ne, haben wir uns auch freigespielt. Ein hohes Ziel, nicht wahr? Ist das das, was du brauchst? Ja, Mann. So. Ach, und Kanbei auch noch gleich. Kanbei ist aber so allgemein nach der Kampagne einfach so verfügbar. Würde ich jetzt sagen, glaube ich. Ich glaube, für die muss man nichts Besonderes machen. So, aber ich wundere mich gerade, wo sind denn Olaf und so? Was soll das denn? Möchtest du speichern? Yo. Okay, warte mal. Wo ist denn hier Statistik? Mein Rang? Oh, ey, wir sind Maus. Guck mal, wie viel noch frei ist. Wir sind jetzt Hahn, haben gerade mal Maus hinter uns. Ach du Scheiße. So, Leute, was wollte ich euch noch sagen? Ganz kurz mal, man kann hier alles Rang Gold kriegen, wie das hier. Die Kampagne glänzt ja Gold. Also, wenn ihr jetzt Select drückt und Kampagne wählt, dann kommt die Advance-Kampagne. Würdet ihr die noch schaffen, dann werdet ihr auch Gold. Kriegsgebiet sind lauter so eine Mission, die man unter auch noch kaufen muss. Hier, wie ihr alles hier noch, muss man sie alles noch freikaufen. Wenn man alles schafft, ja, dann kriegt man hier auch Gold. So, Statistik wird Gold. So, Rang und Leistung, das wird alles zusammen Gold, wenn ihr halt Rang 1 habt. Also, wir sind jetzt gerade mal Rang 87, also könnt ihr vergessen, das Zeug jetzt nicht noch. Ja, dann wäre das hier alles in Gold und ich glaube auch, wenn man die Kriegsgebiet-Mission alle auf Rang S schafft. Oh, Rang S, dann bekommt man, weil das sind ja die Kriegsmissionen, die Kriegsnebel-Missionen, dann wird das hier Gold sein. So, Geländepläne und am Reißbrett ist, glaube ich, nicht Gold. Oh, doch, ich glaube, Geländepläne ist, glaube ich, Gold, wenn du alles gekauft hast. Aber hier in Verbindung und am Reißbrett, das ist, wird nicht Gold. Und wie das hier Gold... Das ist ja der Mehrspieler-Modus, das, glaube ich, wird auch nicht Gold.
Nee, Leute, okay, wollte ich alles sagen, ich wollte euch noch, was soll ich denn machen? Wegen den ganzen Kommandanten, warte mal, welchen kann ich überhaupt schon wählen, wartet mal. Der, die Insel 8, der Gegner ist, er. So, hier, die Kommandanten haben wir alle. Andy, Max, Tami, Olaf, alles klar. So, Kit. Kit hätten wir freigespielt, habe ich euch erzählt, aber ich erzähle es einfach nochmal zusammenfassend. Um Kit freizuspielen, hätten wir uns bei der Mission 4 für Max entscheiden müssen und nicht für Andy. Da sind wir mit Max gegangen, weil... Da sind wir mit Andy gegangen, weil ich die Mission freispielen wollte und nicht den Charakter. Aber würdet ihr mit Max gehen, würdet ihr Olaf und Kit beide gleichzeitig bekommen. So, also ab Kapitel 4 in der Kampagne, Max wählen. So, Kambay haben wir bekommen, Sonja haben wir bekommen. So, und wir haben jetzt halt alles gemacht, um Eagle zu bekommen. Um Drake zu bekommen, muss man alle Missionen... Wir haben jetzt alle Missionen gegen Drake oder gegen Eagle, haben wir ja alle mit Tami gemacht, ne? Und deswegen haben wir Eagles Bonusmission bekommen und im Endeffekt auch Eagle freigespielt. Um Drake zu bekommen, müssen wir alle Drake-Missionen und Eagle-Missionen mit Andy machen. Da gibt es zwar keine Bonusmissionen, da gibt es gar keine. Da gibt es einfach keine Bonusmissionen, dann kann man einfach bloß sich Drake freispielen und kaufen. Ja, und das wäre dann alles. Und wenn wir... Wartet mal, wenn wir die... Ich glaube, wenn wir alle anderen Kommandanten so freigekauft haben, ja, dann kann man sich Sturm kaufen. Also Sturm kriegt man erst nur, musste alle anderen Kommandanten haben, dann kriegt man Sturm. Und Nell bekommt man nur, wenn man die Advance-Kampagne durchzockt und auch alle anderen schon alles gekauft hat. Dann kann man sich sie kaufen. Also echt übel. Also ist noch eine ganze Menge zu machen, wie ihr seht, aber das soll es erstmal gewesen sein. Gibt es nicht noch irgendwie ein schönes Endbild oder sowas, was man machen könnte? Irgendwie... willkommen am Reißbrett. Hier kannst du schöne Bilder malen oder geile Welten machen. Nee. Na gut, nee, okay, ja, war scheiße. War blöde Wahl hier. Warte. Tschüss. Nur um zu speichern, jo. Gut, bleiben wir hier bei der schönen Mucke hier. So, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Advance Wars 1. Sehr geiles Spiel. Ich werde auf jeden Fall weiterzocken. Ich liebe diese Art von Strategiespielen, auch wenn ich wohl nicht sonderlich gut darin bin, wie ihr mir immer meint und sowas alles. Trotzdem, es macht einfach hellen Spaß, ganz ehrlich. Ach ja, tja dann. Luxite Link sagt, tschüss, er meldet sich ab vom Dienst. Oder wie gesagt, er quittiert den Dienst. Ach nee, desertieren war fies, ne? Ja, nee, quittieren, nee. Aussteigen. Nee, was ist denn das Positive, wenn man aus der Armee, austritt? Egal. Bundesverdienstkreuz, alt her damit. So, bis zum nächsten Projekt. Ciao. Wow, Moment. Fast vergessen, Leute. Fast vergessen. Die Advance-Kampagne, ja? So, ich habe Select gedrückt gehalten, hoffentlich. Achso, ich hab sie gerade B gedrückt. Upsala. Die Advance-Kampagne, ja? Alter. Also, wartet mal. Ich drücke Select und drücke A. So. Warte, wo ist denn mit Advance? Warum ist denn jetzt hier nicht Advance? Doch, da. Advance-Kampagne. So, Leute, ja? Und ohne Witz jetzt. Die ist so schwer, Alter. Also, ich sag euch ganz ehrlich, ich habe es bis zu der Mission von Kambay geschafft. Wo, wisst ihr noch die Mission mit Kambay, wo der gewinnt, der zuerst mehrere Bauten einnimmt. Alter, die ist hier in der Advance-Kampagne so übelst scheiße, Alter, das wisst ihr nicht ganz genau. Also das war, nee, also habe ich jetzt auch noch nicht geschafft. Nicht als kleiner Junge habe ich das nicht geschafft, ich habe das auch noch nicht geschafft. Weil irgendwie da hat er so, da ist erstmal ist da Kriegsnebel. Und dann hat er lauter versteckte Bomber und du kannst es nicht schaffen. Und der nimmt so schnell seine Bauten ein und ja, komm, wir wollen gerade mehr als du. Also ich glaube, ich ziehe mir jetzt mal irgendwie auf YouTube oder so ein Video rein, wie man das schaffen soll. Aber das war echt schwer. Aber ja, die Advance-Kampagne ist nochmal für die richtig harten, krassen Strategen. Gibt natürlich auch mehr Geld. Wenn man eine Advance-Kampagnen-Mission besteht, gibt es mehr Geld. Und ja, aber das ist nur für die echt harten und ich musste bei Kanbei da desertieren. Das habe ich nicht mehr geschafft. Aber okay, versucht ihr es doch mal. Jetzt aber wirklich. Marcel, over and out, Mann! Tschüss, Mann!